dann geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Update, wo wir uns befinden. Nochmal herzlich willkommen, liebe Videofreunde, im nächsten Video. Ja, also wir sind ja dann von Aulendorf, mussten wir ja irgendwie dann wieder weg. Und dann haben wir gesucht und gesucht und gesucht und angerufen und angerufen. Und es war nirgendwo irgendetwas zu bekommen. Und dann hatten wir schon in Erwägung gezogen, wieder in die Schweiz zurückzufahren, weil das ja alles recht unkompliziert dort gewesen ist. Und dann haben wir aber noch einen Anruf getätigt und das war in Greinau in Garmisch-Partenkirchen und die haben dann gesagt, in so einem Resort haben wir da angerufen, hatte ich gesehen im Internet 5 Sterne und dann gedacht, scheißegal, was es kostet, die letzten Tage lassen wir es uns nochmal schön gut gehen. Und dann sind wir da hingekommen und sind da hochgefahren und sah auch sehr ansprechend alles aus, muss man wirklich sagen, ne? Schön. Und stehen an der Rezeption und dann haben wir gesagt, so und so und so. Ja, nee, also bei uns haben sie nicht angerufen. Sag ich, doch, ich habe bei ihnen angerufen, ganz genau weiß ich das, kann ihnen auch die Nummer zeigen. Ne? Nein, ich sagte, wir sind das 5 Sterne, wir haben noch mal unten ein 3 Sterne Campingplatz und die haben noch was frei. Wir sind dann runtergefahren, ich war da nicht sehr glücklich darüber gewesen, Michael erst recht nicht. Der Platz war dann an der Straße. Und dann war es auch schon ein bisschen zum Abend hin gewesen, war nicht mehr ganz so viel Verkehr auch gewesen. Und dann sind wir da geblieben, war auch schon ein bisschen schattig an dem Abend. Ne? So, am nächsten Tag gestern sind wir dann auf die Alpspitze gefahren, haben dort eine schöne Tour da oben gemacht und waren schön essen dort oben. Und sind dann runtergekommen, ja, und dann war eine Bullenhitze, das Auto stand also komplett in der Sonne, also die Hälfte der Autos waren weg, die sind abgereist alle. Es war dann sehr, sehr laut und ja, und dann haben wir überlegt, Menschenskinder, was machen wir denn jetzt? Ne? Was könnten wir dann noch irgendwie machen? Also da wollten wir einfach nicht bleiben. Ne? Und dann haben wir noch mal hin und her telefoniert. Und das war eine Aktion, also wir haben von Murnau hier am Korresee überall, was es so gibt, auch kleine Campingplätze angerufen, nichts zu bekommen. Und dann hat Michael, ne? Ja. Das war dann, wie bist du darauf überhaupt gekommen? Bei Park von Heid hatte ich geguckt. Ah, okay. Das nächste war dann der Starnberger See. Und es gibt gar nicht so viele Campingplätze hier am Starnberger See. Nur einer davon ist beim Fischer. Und da habe ich angerufen und habe gesagt, also bevor das jetzt hier lächerlich klingt, möchte ich gerne mal fragen, ob Sie vielleicht noch einen Stellplatz haben für die nächsten Tage. Nein, auch wenn es das, auch ja. Wenn es jetzt, auch wenn die Frage jetzt lächerlich klingt, aber hätten Sie noch vielleicht eventuell, das fand sie gut irgendwie. Ne? Und jedenfalls haben wir dann Tatsache haben wir noch einen Stellplatz hier bekommen auf dem Campingplatz und wir haben dann gesagt, wir reisen einfach auch gestern schon ab, haben halt doppelt bezahlt den Tag. War uns egal. Und wir haben jetzt einen super süßen kleinen Campingplatz gefunden. Was heißt klein? So klein ist er gar nicht. Aber man hat Platz, man hat Parzellen, man hat Ruhe, wirklich Ruhe hier. Vögel zwitschern und Kirchenglocke, das ist ja die Lautstärke. Also herrlich. Also hier, ja, ist wirklich hier vorne schön. Ist zwar auch eine Straße, aber die hörst du kaum. Nee, die hörst du kaum. Und da musst du dann rüber gehen, dann bist du dann am See. Also bist nicht direkt am See, musst du über eine Straße gehen, aber das ist... Wie weit wird das sein? 200 Meter? Noch nicht mal. Ja. Und dann ist da vorne auch ein kleiner Strand, da kann man so eine Strandbar, da kann man essen. Ja. Der Campingplatz hat auch hier zum Beispiel, finde ich ganz süß, so eine kleine, wie sagt man denn, zu diesen Automaten? Die nennen das Bauernmarkt, 24 Stunden geöffnet. Ja, und das ist richtig gut, weil ihr könnt hier, wenn ihr hier seid, alles euch dort eigentlich an den Automaten die wichtigsten Dinge holen. Von Milch, Butter, Fleisch aus der Region, Grillfleisch eingelegt schon, könnt ihr euch dort kaufen. Joghurt gibt es, Sahne gibt es und das kann man sich alles in dem Automaten dort holen. Und da ist, so eine Grundversorgung ist einfach schon mal gegeben hier. Wenn man mal ankommt und hat nichts groß eingekauft, ist schon mal eine Grundversorgung halt da. Und es scheinen auch ganz gute Produkte zu sein. Schon
Ja, und dann bieten die hier auch Fisch an. Das werden wir auch mal ausprobieren. Sowohl geräucherten als auch frischen Fisch, ja, den man grillen kann. Das werden wir mal probieren. Deswegen heißt die auch beim Fischer hier der Campingplatz. Und ja, also der Platz ist wirklich empfehlenswert. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Und Hygienekonzept sowohl in Greinau als auch hier. Also ja, du hast auch Schatten durch die Bäume gut. Und so. Also das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja. Auch wo wir oben waren, auf der Alpspitze, da waren wir essen. Und das hat wunderbar geklappt. Wir haben da ein bisschen angestanden und gewartet. Das ist ja immer ein Kommen und ein Gehen dort. Ne? Ja. Und wir durften uns, also wir mussten dann uns eintragen, ne? Also PCR-Test brauchten wir da nicht vorweisen. Das war ja eine Außengaststätte gewesen. Richtig. Braucht man keine vorweisen, also oder unseren Impfpass. Aber wir mussten uns eintragen, also mit Adresse, und dann durften wir uns auch nur hinsetzen, erst wenn sie alles desinfiziert hatte. Ja. Also das war schon wirklich. Achten Sie sehr drauf. Also das finde ich gut, das muss ich wirklich sagen. Das war auf dieser Kreuzegalm. Ja. Ja. Haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Und was für angenehme Preise. Ja. Mensch. Was? Jo. 10 Essen. 10 Essen, 1 Euro. Was? 10 Euro für ein Essen und sehr, sehr lecker. 50 habe ich bezahlt. Für deine Weißwürstchen. Und ich habe für die Spinat. Klöße waren das gewesen, mit Kräutern und Parmesan drüber, in Butter und Parmesan drüber und Rucola. Oh, das war lecker, Leute, war das lecker. Da habe ich 10 Euro bezahlt, 9,50 Euro. Also, da waren wir natürlich glücklich. Ja. Oh, in der Schweiz essen gehen, das ist schon heftig. Nee. Aber dafür ist es wunderschön. Schön. Ja. Traumhaft. Also es war die beste Idee dahin. Aber da kommen wir ja dann nochmal im Fazit dazu, zu den Details. Jo, ciao. Bis dann, ciao.
Mm-hmm.